Okay. Osteuropa? Nein, nein. Okay. Weiter geht's. So. Was hatte ich denn jetzt? Ich bin kein Italien-Charakter. Aber ich will nicht mehr so die Betrachtung. Das ist immer was Gutes. Gibt es die Person noch? Ja. Bin ich männlich? Ja. Bin ich schwarz? Ja. Was? Nein. Nein. Schwarz. Nicht schwarz. Von der Hautfarbe jetzt schwarz. Also, männliche Italia tot. Ja. Hab ich vergessen. Nein. Geschichtsunterricht. Geschichtsunterricht. Das war dann schon ein Nein. Das ist deine Schuld, hast du mir gegeben. Ich mag sie auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich hat ich als Essen, und sie muss dann halt böse. Überleg mal mehr über den Namen. Namen? Was für ein Name? Ja. Ich bin auch nicht auf Italien. Klebe? Bin ich eine von den Großvaternationen oder wie die sie nennen? Nein, nur weiter. Hier. Ach ja, hi. Hallo. Oma. Hallo. Also ich bin aus Europa. Ja. Und ich bin männlich, war das, ne? Ja. Männlich und nicht männlich, hab ich vergessen. Und ich bin die Personifikation eines Landes. Ja. Und ich bin nicht Chile. Ja, das stimmt. Und ich bin nicht an der Grenze von Europa. Aber ich bin ein Land. Ja, ich bin ein Land. Schön, dass hier keiner mehr zuhört. Bin ich aus dem Süden von Europa? Nein. Ich wusste nie, dass Europa Nord und Süd hat. Es hat auch Ost und West. Es hat alles hat ein Ende und die Großstadt zwei. Genau. Lichtenstein. Ja. Komm ich aus der Galaxie? Was? Komm ich von woanders her, also nicht von der. Ja. Nicht das Alien. Ja. Toni. Ja. Die haben beide erwartet. Das ist auch mal die Kamera. Also, ich bin nicht aus Italien. Richtig. Mein ich lebe. Ja. Ich bin kein Mensch. Richtig. Bin ich ein Tier? Ja. Cool. bin ich die Katze von Alien? Nee, ich weiß es nicht. Das ist sowieso nicht richtig. Was gibt's denn bitte für Tiere, die berühmt sind? Bin ich Knut? Nein. Nein. Ist gut. Bin ich weiblich? Nein. Nein. Kam ich in der Schule vor? Oder hat man mich in der Schule gehabt? Ja. In dem Fach Geschichte? Nein. Also, nicht Geschichte. Nein. Nö. Ich bin aber auf jeden Fall ein Mensch. Ja. Auch kein Tier. Nein. Warte, kein Tier. Kein Tier, ja. Also. Ja, du bist ein Mensch. Du bist so, hast zwei Beine. Komm ich aus Südeuropa? Nein. Bin ich Amerika? Ja. Spreche ich Deutsch? Ja. Österreich? Nein. Was hatte ich denn schon? Westeuropa? 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 Oh, nicht Westeuropa, ich bin ein Loch auf der Landkarte. Ja, so West. Nein. Mitte gibt's ja auch noch. Ja, so West nicht eben. Nein. Okay. Ja, aber ja, nein. Nein. Ja. Das wird nicht auch West- so werden. Also, ich bin männlich. Aber das gibt es noch. Ja. Bin ich ein Präsident? Nein. Sehr gut. Aber kann ich so mal auf Obama? Ich weiß immer noch nichts. Ich weiß auch nichts. Ich kam mich in mehr als einer Folge vor. Ich auch nicht. Kann der überhaupt in irgendeiner Folge vor? Selten. Was denn jetzt? Selten. So viel mehr als einer Folge ja. Vor. Ja, du kamst in meiner Folge vor. Hä? In mehr als einer. Ja. Hä, wann denn? Keiner weiß das. Ich habe alle Folgen gesehen. Ich auch. Gut, ich kenne es nicht, aber... Kann ich mich kennen? Kann ich mich kennen? Du wirst es nicht kennen. Also ja. Aber er kann ja... Krieg ich mal eine Hilfe?
Nein. Okay. Ich hatte dir schon eine Hilfe gegeben. Welche? Ich habe gesagt, du sollst über den Namen nachdenken. Ich habe gesagt, du sollst über die Region arbeiten. Was? Darf ich ihr den Tipp geben, darf ich ihr einen anderen Tipp mit dem Namen geben? Ja. Du hast einen Namen mit einer Zahl dahinter von einem Charakter aus Italia. Also ja. Der Charakter wurde danach benannt, glaube ich. Ja, ja, ja. Was? Charakterzahl? Hä? Nein, also ich hätte noch einen besseren Tipp gegeben. Der hat genau den gleichen Namen wie du und dahinter noch eine Zahl. Ja. So wie ein Titel, so wie ein Titel. Ja. So, und jemand anders aus Italia trägt den gleichen Namen, nur ohne den Titel. Genau. Also ohne, den, ohne die Zahl. So, offenen. Jetzt müsstest du es aber langsam mal drauf. Du musst es wissen. Das ist nicht awesome. Frag Namen von Italia durch. Der mir jetzt mit irgendwelcher Zahl einfällt, ist Roma nie. Auf welchen sagen? Wenn aber ich sage, du kannst dann hast du. Sag doch einfach nach Italien. Ich bin du, ich muss es wissen. Name, richtige Namen. Also Vornamen. Vornamen? Ja. Mit einer Zahl? Ja. Ja, aber der Italia-Charakter hat die Zahl nicht. Nein, der Charakter, der noch existiert in Italia. Ja, der hat die Zahl dahinter nicht. Aber was für eine Zahl? Eine Zahl? Lass mir die Zahl weg. Lass dir nur den Namen raten. Die Zahl ist eigentlich fies, das ist die Zahl. Die Zahl ist echt fies, davon gibt es 18 Stück oder so. Hä? Ja. Ignorieren wir einfach die Zahl. Wir ignorieren die Zahl, rate nur den Namen. Ignorieren die Zahl. Was? Sag ich das von irgendwas Italiener. Italien. Hä? Ich bin doch bei der Zahl, das ist so unfair. Nein, lass die Zahl weg. Der wie viel das ist, weil es gibt viele mehrere. Ja. Wer das da wird? Darf ich die Zahl sagen? Ja. Der zweite. Der zweite. Der zweite. Der zweite. Der zweite. Ja, wie zwei. Brötchen, 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 zwei. Der zweite. Dann man weiß ja schon, du brauchst nur den Vornamen, das ist nicht schwer. Das ist nicht mehr schwer. Sag doch einfach nach den Italiener Namen so. Felician. Arthur. Felician. Feli. Romano. Romano ist nicht der Vorname. Moment. Das sind nicht die Vornamen. In welchem Land sind wir hier? Welches Land? Richtig. So. Ja, und wer ist der? Ludwig. Ja! Yeah! Darf ich das Ding abnehmen? Ja, darfst du. Guck mal weiter nach hier. Mein Gott! Als ob ich den Arsch kenne! Hier! Meine Hackfresse! Europa! Was? Den Typ nicht hier. Nein! Ich bin auch Manu. Also, Manu. Es gibt auch einen Manga. Das ist der zweite. Ja. Kenn ich nicht! Yaoi! Yaoi! Ja, es gibt den! Ja! Okay. Das ist also, toll, von Juli. Aber ich hab den ersten Band mit Autogramm. Wo kam Ludwig der Zweite in einer Hetalia-Folge vor? Ich habe nicht die preußischen Vergangenheit, also die historische Version kam da kurz mal vor in der jungen Version. Aber da bestimmt nicht mehr als einer. Hä? Ich, Romano, hilf mir mal. Kam der in der Folge vor? Nein. Also ich weiß, dass es ich habe ihn nie gesehen. Das ist ziemlich nah auf dem, oder? Ja, ich kenne mich auch nicht. Also, ich bin aus Europa. Ich weiß nicht, was da steht, also. Schön, wie bei dir keine Sau zuhört. Hallo, bin ich Kanada. Was? Bin ich Kanada? Nein. Nein. Als ob Kanada aus Europa. Dann würden wir, hallo? Ich habe nicht gefragt, bin ich Kanada. Nicht? Nein, ich habe gesagt, ich bin nicht Kanada, weil keiner zugehört hat. Ah ja. So, also ich bin aus Nordeuropa, richtig. Wenn ich nicht aus Südeuropa bin, dann bin ich aus Nordeuropa. Dann bin ich aus der Mitte halt. Ja. Mitte, so. Bin ich ein klitzekleines Land? Das war schon ein Nein. Nein. Ja, ihr habt schon ein Nein. Also, ja, nein, vielleicht. Es war klein. Ja, cool. Es war klein. Ja, es war klein. Also, es ist ein Tier. Ja. Ja. Und ich lebe so. Habe ich Beine? Ja. Ja. Bin ich ein Hund? Nein. Nein. Alle Tiere haben Beine? Nein, Quallen haben keine. Quallen haben Tentakel. Nein, Quallen haben keine. Die haben Nesseln. Habe ich überhaupt Haare? Nein. Nein. Bin ich tot? Nein. Aber lebe ich auch noch? Also, und ich komme aus Italien. Keine Ahnung, aber ich kenne.